Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist der Michael Stahl, heute allerdings nicht aus meinem Lieblingswald, obwohl hier ein bisschen Gestrüpp da ist, auch nicht aus meinem Esszimmer, sondern aus meinem kleinen bescheidenen Wohnzimmer. Ja. Ich habe mir gedacht, ist mal eine andere Location, Kulisse, wie immer man auch dazu sagt, und von diesem Sessel aus gucke ich immer meine Fußballspiele an, also auf der anderen Seite ist der Fernseher, ja. Wo ich mir allerdings fast keine Fernsehsendung mehr anschaue, sondern nur noch irgendwelche Reportagen, Serien. Genau. Ihr Lieben, heute habe ich es auf dem Herzen gehabt, euch ein paar Impulse über das schönste, wertvollste und wichtigste Gebet dazulassen, über das Vaterunser oder unser Vater, je nachdem, wie du es beginnen möchtest. Ja, und da oben vielleicht noch ganz kurz eine Erklärung zu dem Bild. Das war in einer süddeutschen Großstadt im Anschluss eines Schulprojektes. Und zwar ging ich da mit meiner Kollegin in die Innenstadt und an der Straßenbahn ist ein drogensüchtiger, schwer alkoholisierter Mann fast in die Straßenbahn gefallen. Die Leute haben ihn ignoriert. Ich will die Leute nicht verurteilen, nicht darstellen, wie toll wir sind. Das geht's alles gar nicht, ja. Er wäre fast in die Straßenbahn hineingefallen. Ich bin dann zu ihm rüber und wir saßen in einem Café. Wir hatten dann Tischgemeinschaft zusammen und dort hat er mir aus seinem Leben berichtet. Und es war für mich so bewegend, so emotional. Und was ich nicht wusste, ist, dass meine Kollegin uns beiden fotografiert hat. Ja, und er hat auch dieses Foto, er weiß, dass es dieses Foto gibt. Und da unten steht noch ein Bibelvers, genau, aus dem Brief von Paulus an die Thessalonicher. Ihr Lieben, darum geht es heute nicht, vielleicht auch so ein Stück weit. Es geht um das Vaterunser. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, ja, da lese ich ab und zu ein bisschen ab. Also wenn ich auf den Boden schaue, dann nicht, weil ich resigniere, obwohl ich das manchmal auch mache. Es gibt manchmal Tage, da resigniere ich. Ja. Aber in der Bibel steht, dass Gottes Kraft in den Schwachen mächtig ist. Ja. Vielleicht müssen wir manchmal resignieren, damit er arbeiten kann. Aber je nachdem, aus welcher Sicht man das sieht. So möchte ich mit euch beginnen, mit dem Vater Unser. Ich gehe das einfach so ein bisschen mit euch durch, ja, in Michas kleine Bibelkunde. Ihr wisst ja, ich habe vor über einem Jahr diese kleine Serie ins Leben gerufen, dass ich über Bibelverse spreche, über biblische Geschichten. Weil ein wunderbarer Mensch, der das auch anschaut, das weiß ich, ja, das verfolgt und der mich mal darum gebeten hat, mir gesagt hat, Micha, ich lese die Bibel nicht, du bist meine Bibel. Und Corrie ten Boom hat es auch gesagt, die Menschen lesen die Bibel nicht, sie lesen dich und mich. Bevor ich damit beginne, ganz kurz noch der Werbeblock. Ja. Wir haben am 14. Juni ein ganz, ganz tolles Fußballprojekt in meiner Heimat, in Bopfingen-Schlossberg. Um 14 Uhr wird der ehemalige Fußballspieler des FC Bayern München, Michael Sternkopf, mit Kids von 7 bis 17 Jahren trainieren. Unter anderem auch sind da noch ein paar andere Leute dabei, ja. Ein paar tolle Leute. Michael Schindele, ehemaliger Fußballprofi. Dann wird der ehemalige Weltmeister im Bodybuilding kommen, Steffen Müller. Und der RTL-Supertalent, Zweitplatzierte, der Finalist, Tom Steben, wird auch da sein. Ja. Aber Tom Steben und der Bodybuilding-Weltmeister, die werden nicht kicken. Ja. Nicht performen, wie man heute sagt. Ja. Mensch, früher hat man noch gesagt, wir waren beim Kicken, heute haben wir performt. Ja. Wahnsinn, wie die Zeit sich verändert. Aber wir performen nicht, wir kicken. Ja. Und um 14 Uhr, also ich blende das jetzt hier ein, also wenn eure Kids da Lust haben, es gibt eine Du bist wertvoll Medaille von uns und ihr bekommt auch Verpflegung von uns, alles kostenlos, das geht über unseren Verband IPF, International Protectics Federation, und wir machen da eine gemeinsame Aktion mit meinem Heimatverein FC Schlossberg, ja, der übrigens in 2 Jahren sein 100-jähriges Bestehen feiert. Genau, also um 14 Uhr, große Fußballgeschichte für Kinder und Jugendliche mit wertvollen Tipps eines ehemaligen Bundesliga-Profis. Und ab 18 Uhr gibt es dort auch ein besonderes Freundschaftsspiel, und zwar die FC Schlossberg All-Stars, ja, spielen gegen eine Protectix-Auswahl und einen Freundeskreis rund um Michael Sternkopf. Ja. Ich werde da auch mitspielen, ich gehe fast täglich joggen, ja, versuche nur ein paar Kilo runterzubekommen und fit zu werden, ja. Also wäre natürlich schön, wenn ihr da dabei wärt und diese Info auch reichlich teilt, dann könnten wir uns da auf dem Sportplatz treffen, ja.
und bringt gerne Trommeln, Fanfaren, Trompeten, Triangeln, alles mit, ja, und feuert uns an. Gerne auch die FC Schlossberg Allstars und danach gemütliches Beisammensein. Ja. Das wäre schön. Ja. So, und jetzt zum Vater unser. Ja. Das, was ich jetzt sage, steht nicht im Vater unser, aber Jesus hat uns mal gesagt, was das Allerwichtigste im Leben ist oder was wir zuerst machen sollen, was das Wichtigste ist, ja, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben sollen, unseren Nächsten auch, ja, wie uns selber. Und da steht in der Bibel drin, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Zuerst, ja. Ich spreche auch immer zu mir selber, ja. Hans-Peter Reuer, ein toller Prediger, der leider 2013 verstarb, hat mal gesagt, wenn ich predige, predige ich immer zu mir selber. Ich halte mich nicht für einen Prediger, ich bin einfach Michael Stahl, der von Oma Elisabetha, ja, die 1984 gestorben ist, von meiner unfassbaren tollen Oma auch ein Stück weit mit erzogen wurde und im Glauben auch erzogen wurde. Ja. Das ist ihre Theologie, die Theologie einer Frau, die zwei Weltkriege überlebte, die Theologie einer Frau, die ihr Kind verlor, eines ihrer Kinder verlor, die Jesus lieb hatte und die im Sterben auch Jesus gesehen hat. Das ist diese Theologie, diese einfache Theologie, ja, Jesus lieb zu haben und ihm zu vertrauen. Ja. Und das ist so meine Herzenshaltung, ja, auch diesen Glauben, den ich mit 6, 7, 8, 9 Jahren hatte. Ja, und das, was mir einfach Oma Elisabetha beigebracht hat, so ein Stück weit, das merke ich, das bringt Frucht. Und genau. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Wenn ich so in die Welt hineinschaue, trachte zuerst nach Gesundheit. Ja. Gesundheit ist ein unfassbar hohes Gut. Ja. Ich habe viele Menschen im Sterbeprozess begleiten dürfen, ja, erlebt. Ich habe Katastrophen selber erlebt, ja. Ich wäre mit 2 Jahren fast mal gestorben an einer Lungenentzündung, kann mich aber nicht mehr daran erinnern, aber es war wohl so. Mein Leben war nicht immer einfach. 2010 hatte meine Familie einen schweren Autounfall, 2018 hatte ich einen schweren Herzinfarkt. Ja. Gesundheit ist ein sehr, sehr hohes Gut. Aber es ist nicht das, was wir zuerst nach dem, was wir zuerst trachten sollen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Fitnesswahn, ja. Ja, und ja, dein Körper ist unfassbar wichtig. Er gehört auch nicht dir, denn dein Leib ist der Tempel Gottes. Ja. Trachte nicht zuerst nach Fitness, nach Erfolg, nach Ernährung, nach geistigem, keine Ahnung, Höhenflüge. Nicht zuerst, was denkt die Welt von dir? Ja. Nicht zuerst nach beruflichem Erfolg, nicht zuerst die Familie. Was sage ich da? Familie ist unfassbar wichtig. Aber Jesus sagt, trachte zuerst, ja, nach dem Reich Gottes. Nach dem Reich Gottes. Und der Rest, der kommt von alleine zuerst. Und wenn ich mir das Vaterunser so anschaue, und was kommt da zuerst? Ja, da kommt nicht, dass es uns gut geht und bla 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 bla, sondern zuallererst beginnt es mit Vater. Vater, Vater unser. Im Aramäischen übrigens Abba. Ja, Abba, Papa, Papi. Das ist schon der Oberhammer. Kein Es, keine universelle Energie, keine kosmische Kraft, sondern ein Du gegenüber. Ein Du gegenüber. Ein Papa auch noch. Ich habe oft in meinem Leben so Probleme gehabt mit dem Wort Vater. Was ist ein Vater? Was kennzeichnet ihn? Was macht ihn eigentlich aus? Ich habe andere Kinder beneidet für ihre Väter. Und nachdem Versöhnung in mein Herz hineinkam 2007 und ich in diesem Entwicklungsprozess, ja, meinen Vater noch mehr kennen und lieben lernen durfte, meinen irdischen Vater, durfte ich aber auch den himmlischen Vater noch mehr kennen und lieben lernen, bin immer noch dabei in diesem Entwicklungsprozess. In all den Jahren, in denen ich auch mit Gefangenen gearbeitet habe, mit Obdachlosen, Drogensüchtigen, Prostituierten, ist mir aufgefallen, ein großer Prozentsatz von ihnen
hatte auch nicht diesen liebevollen Vater. Wie begegne ich diesen Menschen allein schon mit diesem Wort Vater, wenn sie das gar nicht kennen oder verletzt wurden, wenn sie dann Mangel haben? Und doch, unerfüllte Sehnsucht macht die Menschen krank, heißt es in einer Bibelstelle. Wonach das Herz verlangt und nicht bekommt, es wird krank. Ja. Ein Vater. Das war das Erste, was ich zu meinem Papa gesagt habe, als ich mich versöhnte, als ich den Weg der Versöhnung gegangen bin. Das erste Wort war Papa. Papa. Da habe ich noch gar nichts gesagt, nur Papa war das allererste. Papa, ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass ich dich liebe. Papa. Das war meine erste Anrede. Papa. Damit habe ich signalisiert, dein Sohn ist gekommen. Dein Sohn ist wieder da. Oder er ist zum ersten Mal da. Ein Papa. Das Vater Unser geht weiter mit Vater Unser. Nicht Vater Meiner. Unser. Unser. Gott sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns und dass wir untereinander Gemeinschaft haben. Es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Wir leben in einer Zeit, die gekennzeichnet ist von ganz, ganz vielen Wörtern, die mit Selbst zu tun haben. Ihr könnt das selbst mal schauen, wie viele Wörter es mit Selbst gibt. Selbstverwirklichung, Selbstfindung, Selbstbestätigung, Selbstbestimmung, Selbstbehauptung, Selbst, 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 Selbst. Und da hat mal einer gesagt, ich glaube, es war sogar Hans-Peter Reuer, der gesagt hat, zu viel Selbst ist die Garantie für ein einsames Leben. Vater unser. Nicht ich, mich, meiner, mir, Herr, segne diese vier, sondern Vater unser. Wie oft habe ich auch in meinem Leben schon diesen Slogan benutzt, lebe deinen Traum, lebe deinen Traum, folge deinem Herzen. Was ich bisher weiß, mit meinen bescheidenen 54 Jahren, ist, dass das all dies gar nicht so in der Bibel drin steht. Das Herz ist von Grund auf böse, steht es in der Bibel drin. Ich bin meinen Träumen gefolgt, bis ich 37 war. Und mein Leben war ein Scherbenhaufen. Ich bin meinem Herzen gefolgt, das mich betrogen hat, dass die Gefühle, die durcheinander waren, die chaotisch waren, die selbstsüchtig waren, selbst. Ja. Vater unser. Vater unser, ich habe nicht nach dem Prinzip von uns gelebt. Meine Familie, meine damalige Frau, mein wunderbarer Sohn, ich habe nicht geschaut, was ist gut für uns, sondern was ist gut für mich. Und ich, kleines Dummerl, habe etwas vergessen. Ja? Dass nur in der gesunden Bindung mit Gott und mit meinen Mitmenschen es auch mir gut geht. Ich wollte mir etwas Gutes tun und wollte von Gott nichts mehr wissen, ja, von dem, wo mir Elisabetha erzählt hat, und habe mich von meiner Familie gelöst und habe mein eigenes Ding durchgezogen. Und ich war ein sehr einsamer Mensch, mitten unter Menschen. Man kann einsam sein, in einer Gemeinde, in einer Schulklasse, am Arbeitsplatz, in einem Gottesdienst, aber es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Übrigens, Dietrich Bonhoeffer soll gesagt haben, im wahren Bekenntnis zueinander entsteht wahre Gemeinschaft. Und wenn wir offen und frei berichten, wie es da drin aussieht und was wir denken und fühlen, dann entsteht wahre Gemeinschaft, weil dann kommt der Zweite und der Dritte sagt, ich fühle ähnlich wie du. Auch wenn die Dinge, die wir fühlen und denken, manchmal nicht so toll sind. Wenn wir Ängste haben, wenn wir Sorgen haben, wenn Sorgen uns immer schwerer werden, wenn wir Zweifel haben. Und ich weiß, dass das manchmal gar nicht so toll angesehen ist, aber es ist ehrlich. So wie es in der Bibel steht, gib mir dein Herz, sagt Gott. Gib mir dein Herz. Du musst es nicht selber in Ordnung bringen, das schaffst du eh nicht, ja. Gib es mir. Ich möchte dein kleines, krankes, gesundes Herz gesund legen. Gib es mir. Und in diesem wahren Bekenntnis entsteht wahre, wertvolle Gemeinschaft. Vater unser im Himmel. Ja, was ist denn der Himmel? Der Himmel? Ich habe das im letzten Vortrag mal erzählt. Immer wenn einer gestorben ist, bei uns im Dorf, wo ich ein kleiner Junge war, da haben die Alten gesagt, das ist jetzt der Urpa so und so, das ist die Großtante so und so. Und am Schluss habe ich irgendwann mal gedacht, das sind ja nur Schlossberge im Himmel. Ja, ist ja Wahnsinn, ja. Was machen die denn alle im Himmel? Wo sind die anderen überhaupt?
Vielleicht ist dieser Gedanke gar nicht so verkehrt. Wer ist denn eigentlich im Himmel? Warum ist der Himmel der Himmel? Der Himmel ist der Himmel, weil Gott dort ist. Weil Gott der Himmel ist. Ja? Dort, wo er ist, ist es himmlisch. Dort, wo er ist, ist ein Stück vom Himmel. Dort, wo man ihn haben will, in Schulen, in Firmen, in Familien, am Arbeitsplatz, da ist ein Stück vom Himmel, auch vielleicht in einem Land, das ihn liebt und ehrt und nach seinen Geboten lebt, da ist ein Stück vom Himmel. Aber wo wir Gott ablehnen, so hat es mir mal ein alter Pfarrer gesagt, da beginnt die Hölle. Vater unser im Himmel, im Himmel. Kommen eigentlich alle in den Himmel, so wie es in diesem Faschingsschlager heißt, wir kommen alle in den Himmel, wirklich? Und dann steht auch noch, warum? Weil wir so brav sind. Ist das wirklich so? Wer ist denn brav? Was ist das überhaupt? Sind das die Gesetze, die auch für den Himmel, für die Zugangsberechtigung standhalten, brav zu sein? Ich glaube nicht, dass alle in den Himmel kommen. Das hat mir schon meine Oma gesagt. Und meine Oma hat es gut mit mir gemeint. Und ich weiß, dass, wisst ihr, man kann von Jesus alles wissen und man kann ihn aber auch gar nicht lieb haben. Man kann ihn aber auch lieb haben und gar nicht so viel wissen. Das geht auch. Ich habe ihn lieb, ich weiß nicht so viel, aber ich habe ihn erleben dürfen bei den Katastrophen meines Lebens. Ich habe ihn erleben dürfen, als ich ein kleiner Junge war. Ich habe ihn erleben dürfen, als meine Familie diesen Unfall hatte und es uns allen den Boden und den Füßen weggerissen hat. Ich habe ihn erleben dürfen, inmitten meines Infarktes, als ich gedacht habe, jetzt zu sterben. Da stellt sich heraus, was das Fundament unseres Lebens ist. Da brauchst du keinen Daumendrücken mehr, kein höheres Wesen, kein Toi Toi Toi, was ja übrigens was ganz Schlimmes ist, das wissen viele Leute gar nicht. Da rufst du nach dem Gott, wie sie auf der Titanic gerufen haben, näher mein Gott zu dir, so haben sie es gesungen, ganz zum Schluss. Ich habe diesen Jesus erleben dürfen. Jesus. Jesus. Und er hat gesagt, es kommen nicht alle in den Himmel. Solange er mit den Leuten gefestet hat, solange er alle heilte, solange er alles abmachte, da war er begeistert. Da waren sie begeistert von ihm. Ja? Aber als er ihr Herz forderte, ihre Treue, ihr Vertrauen, das ging ihnen zu weit, da haben sie gesagt, nein, wir wollen uns selbst verwirklichen. So haben sie es wahrscheinlich nicht gesagt, aber sie wollten ihr eigenes Ding machen. Selbst. Solange es etwas gab, was kostenlos war, solange es etwas gab, wo man Party machen konnte, Festchen feiern konnte und solange es Gesundheit gab, dieses hohe Gut, da war er beliebt, da war er gefeiert. Aber ihr Herz wollten sie ihm nicht geben. Ihr Vertrauen wollten sie ihm nicht schenken. Und schon gar nicht mit ihm bis zum Schluss am Kreuz stehen. Wir leben unsere Träume, wir verwirklichen uns selber. Da brauchen wir dich nicht dafür. Und ich glaube, dass wahre Wirklichkeit, wahres Leben nur durch Christus ist. Immer weniger von mir selbst, aber immer mehr Christus. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was für ein Bibelvers. Ihn in unserem Herzen zu haben. Hoffnung auf Herrlichkeit, die Hoffnung der Herrlichkeit. Unfassbar. Wir kommen noch dazu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde dein Name? Ja, was ist denn das nun wieder? Und ich muss es immer wieder betonen, so bin ich halt, so ist mein Wesen noch voller Zweifel. Ich denke mir, wenn wir das jetzt ein paar Theologen anschauen, was denken die da? Was redet der Strahl wieder? Ich habe ja nur Jesus lieb und ich habe da mal was aufgeschnappt und da was aufgeschnappt und Oma Elisabeth was aufgeschnappt und dann kommt mein eigenes Denken, der eigene Kram noch hinzu und das bisschen Liebe, den Funken Liebe, den ich noch habe, der kommt auch noch dazu. Geheiligt werde dein Name. Sein Name sollte zum Heil beitragen. Er sollte, so wie es auch in den Geboten steht, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Und das Gegenteil von Missbrauch ist gebrauchen. Ja? Nicht missbrauchen. Ach Gott, mein Gott, mein Gott. So oft sagt man einfach den Namen Gottes so einfach so, mal einfach so dahin, einfach so.
diesen wunderbaren Namen, diese wunderbare Anrede, wo auch manche Psalmen damit beginnen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Ja. Der Herr ist mein Hirte. Ja. Und so viele Sachen, wo in der Bibel steht, mein Gott, ich bin dein, du bist mein. Ich glaube aber auch, dass sein Name geheiligt wird durch unser Leben. Ja. Ich denke mir das so, ja, dass unser Leben neugierig machen sollte, ja, wer wohl da dahinter steckt. Ja. Warum kann der Michael Stahl, der früher so ein Hallotri war, ja, der so ich-bezogen war, so selbstsüchtig, der nicht nach seiner Familie geschaut hat, der so ein kaputtes, chaotisches Leben geführt hat, der über seinen Vater gesprochen hat, ah, das ist nur mein Erzeuger, ja. Warum hat er Versöhnung erlebt? Warum hat er diesen ganzen Security-Dings-Zeugs da abgelegt? Warum ist ihm der schwarze Gürtel alles nicht mehr? Was ist denn da passiert? Es ist dein Leben, so dass sie dich fragen, ja. Leben wir so, dass wir gefragt werden. Und wir dürfen Gottes Namen heiligen, geheiligt werden, dein Name durch unsere Gebete, durch unseren Lobgesang, durch gemeinsame Lieder. Soll sein Name verherrlicht werden, aber auch durch mein Leben. Durch mein Leben, durch dieses Video, soll sein Name verherrlicht werden, geheiligt werden. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Am Anfang geht es nur um Gott. Vater, Vater, Papa, Papa, Papa. Ich hab das Jahrzehnte nicht sagen können, weder zu meinem Vater noch zu Gott. Papa, der Papa aller Papas. In der Bibel steht drin, wem es der Geist Gottes offenbart, der spricht zu Gott. Aber, lieber Vater. Einen lieben Vater. Unfassbar. Einen lieben Vater. Wie schön. Mein Gott ist ein lieber Papa. Nicht der liebe Gott. Den machen die Menschen so ein bisschen lächerlich, den traut man eh nichts zu. Aber der wahre Gott, der sorgt für Gerechtigkeit. Jesus Christus hat gesagt, er kommt wieder. Meine Tante mit 86 Jahren sagt immer wieder, Himmel und Erde werden vergehen. Seine Worte werden nicht vergehen. Und er kommt, um Gerechtigkeit zu bringen. Alle werden es erleben. Und da haben wir so ein bisschen Angst davor, auch manche Christen. Ja. Aber in wie vielen Ländern dieser Welt herrscht Unterdrückung und Tyrannei? In wie vielen Ländern herrscht im Großen und im Kleinen Korruption? Und wir wünschen uns Gerechtigkeit. Ja, er kommt, um Gerechtigkeit zu bringen. Um Gerechtigkeit im Kleinen und im Großen. Und da werden auch die Schandtaten von Michael Stahl alle offen dargelegt. Ja, da könnte ich mich heute schon schämen dafür. Vor der ganzen Welt. Denn was wir vor der Welt verbergen, machen wir direkt vor den Augen Gottes. Und alles Geheimnis, alles das Geheime, was wir getan haben, wird offengelegt. Und zurechtgebogen. Gott spricht Recht. Er sorgt für Gerechtigkeit. Auch wenn wir enttäuscht sind, was unsere Regierungen, die Weltregierungen, Veranstaltungen veranstalten. Ich bin da immer und immer wieder gelassen, weil ich mir denke, du Gott, so steht es in der Bibel drin, du Gott sorgst für Gerechtigkeit. Du Gott sorgst für Gerechtigkeit. Wie froh, dass ich das Gnadengeschenk Gottes angenommen hat, dass sein Blut mich reinwäscht von aller Schuld und dass ich dieses Geschenk angenommen habe. Ich bin nur ein gnädiger Sünder. Mehr bin ich nicht. Ich habe nichts aufzuweisen. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, mit meinen eigenen Taten. Katastrophe. Du Gott sorgst für Gerechtigkeit. Ja, er kommt und wird für Gerechtigkeit sorgen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
dein Reich komme. Ja, was ist denn das nun? Dein Reich komme? Dein Reich? Zu Pilatus hat Jesus gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und doch, sagt Pilatus, bist du ein König. Ja, ich bin es. Ich bin ein König. Und in der Bibel steht drin, dass er nicht nur ein König ist, sondern der König der Könige. Der König der Könige. Ein König braucht ein Königreich. Und ich glaube, damit bist auch du und ich gemeint. Denn wenn er in mir regiert, bin ich sein Tempel, sein Königreich. Ein König regiert in mir. Ich habe ihn eingeladen in mein Herz. Diese kleinen Kindergebete, die so kostbar sind. Ich bin klein. Mach du mein Herz rein. Soll niemand drin wohnen, denn Christus allein. Darum geht es. Eine Person lebt in mir. Hans-Peter Reuer hat meinem Spaß gesagt, wie wenn man schwanger ist. Aber Spaß beiseite. Wir kommen von Gott. Ein Kind kommt von seiner Mutter und wird durch Muttermilch großgezogen. Wir kommen von Gott und benötigen sein Wort, um großgezogen zu werden. In der Muttermilch sind Stoffe enthalten, die kein Mensch nachbilden kann. So kostbar, so wertvoll. Und so kostbar und wertvoll ist Gottes Nahrung wie Muttermilch für uns. Er lebt in uns, der König der Könige. Man kann ihn auch ablehnen und sagen, nee, will ich nicht haben. Und du kannst so oft an meine Herzenstür klopfen, wie du willst. Ich lasse dich nicht rein, ich mache mein eigenes Ding. Ich bin recht und scheue niemand. Ja, ich brauche das nicht. Ich mache mein eigenes Ding. Das darf man. Das darf man wirklich. Du darfst Gott ablehnen. Das ist Liebe. Liebe manipuliert nicht. Liebe erzwingt nicht. Liebe erpresst nicht. Liebe übt keinen Druck aus. Sie liebt einfach. In der Bibel steht drin, was Liebe ist. Im hohen Lied der Liebe. Dein Reich komme. Einer kam mal zu Jesus und gesagt, ja wann kommt das Reich Gottes? Und Jesus hat gesagt, das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden. Ihr könnt auch nicht sagen, da ist es oder da ist es, sondern das Reich Gottes ist inwendig in euch. Und das wünsche ich uns, dass wir Jesus in unser Herz einladen, dass eine Person, der König der Könige, in dir regiert, dein Herz formt und gesund liebt. Das wünsche ich uns allen. Das ist übrigens immer wieder mein Gebet, gell? Dass die Menschen Jesus kennen und lieben lernen. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, wie im Himmel, so auch auf Erden. Ich glaube, dass Gottes Herrschaft dort ist, wo wir ihn haben wollen. Ich habe das vorhin schon mal gesagt. Ich bete manchmal so, dein Reich komme wie im Himmel, so auch auf Erden, so auch in Europa, so auch in Deutschland, so auch in Baden-Württemberg, so auch im Ostalbkreis, so auch in Bopfingen, so auch in meiner Straße. So auch in meiner Sportschule und bei mir zu Hause. So auch in meiner Familie. Wir sollten so leben, dass der Himmel sichtbar und spürbar ist für unser Umfeld. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Dein Wille geschehe. Da muss ich wieder ganz, ganz ehrlich sein. Da möchte ich ehrlich sein. Da bin ich ehrlich. Das ist meine schwerste Bitte an Gott.
dein Wille geschehe. Tief in meinem Herzen weiß ich, dass er es gut mit mir meint. Ich weiß auch tief in den Tiefen meines kleinen Verstandes, dass er es gut mit mir meint. Aber das sind diese schweren Tage, diese schweren Schicksalsschläge in meinem Leben, die mich so ängstlich machen. Eben als ich über Angst spreche, höre ich draußen wieder das Martinshorn. Tag dieser Aufnahme, heute ist der 22. Mai 2024. Heute vor 12 Jahren ist mein geliebter Onkel gestorben, der mich so vieles gelehrt hat, der in den letzten Tagen seines Lebens Jesus angenommen hat mit 82 Jahren und mir an unserem letzten gemeinsamen, in unserer letzten gemeinsamen Begegnung dreimal das gesagt hat, worauf ich ein Leben lang gewartet habe. Ich liebe dich. Ich liebe dich. In der Nacht vom 21. Mai auf den 22. Mai ist mein geliebter Onkel Heinz gestorben. Und es war wieder mal ein Anruf, der meine kleine Welt auf den Kopf stellte und veränderte. Ein Anruf mit einer schrecklichen Nachricht, die mir den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Mein Onkel ist nicht mehr da. Und so sind es die Katastrophen meines Lebens. Unfälle, Infarkt, Krankheiten, das Leid, was ich gesehen habe, erlebt habe, ertragen musste, sollte, keine Ahnung, wo ich mir manchmal denke, was kommt noch alles? Halte ich das überhaupt aus? Und doch, du meinst es gut. Wie oft habe ich in meinem Leben für irgendetwas gebetet und im Nachhinein bin ich froh, dass Gott mir das nicht erfüllt hat. Ich wäre schon lange nicht mehr im Leben, 1000%ig. Hätte ich mein Ding durchgezogen, konsequent. Ich war auf Abwägen, auf traurigen, selbstzerstörerischen Wegen unterwegs. Mich wird es nicht mehr geben. Gott hat mir nicht das gegeben, was ich mir wünschte, aber das, was ich brauchte. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch in mir, in meinem Leben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute. Danke, guter Gott, für unsere Arbeitsstelle. Dank, dass wir zu essen und zu trinken haben. Hab Dank. Hab Dank für all das Gute, was wir aus deinen Händen nehmen. Hab Dank, Jesus, dass du selber gekommen bist, damit der Vater sichtbar wird. Du wurdest einst von Philippus gefragt oder gebeten, Herr, zeige uns den Vater. Und ich glaube, du hast ihn angelächelt. Du hast gesagt, so lange bin ich bei euch. Du fragst mich nach dem Papa. Wer mich sieht, sieht den Papa. Und einmal hat Jesus gesagt, ich und mein Vater, wir beide sind eins. Und noch viel schöner, er möchte, dass nicht nur Jesus und der Papa eins sind, sondern wir auch mit ihm, mit Jesus und Papa und dem Heiligen Geist, dass wir eins sind, eins. Nicht gegeneinander. Oh, guck mal, die wie blöd, ja, und was sind das für Christen? Und die machen das so und so. Eins sein, eins. Ich und mein Papa. Wir beide sind eins. Wie schön. Unser täglich Brot gib uns heute. Ich bin das Brot des Lebens, hat Jesus gesagt. Wer von diesem Brot isst, wird nie mehr Hunger haben. Och, wir haben so viel Hunger nach überdimensionalen Muskeln, nach Sexualität in allen Variationen. Jeder mit jedem rauf und runter. Wir haben so viele Bedürfnisse, ja, die unbedingt gestillt werden müssen. Ein tolles Eigenheim, ein Pool, tolle Autos, Ansehen, tolle Klamotten. Und ist das wirklich alles das, was wir wirklich brauchen? Wir haben so Hunger und so Durst. Jesus hat gesagt, ich bin das Wasser des Lebens. Wer von diesem Wasser trinkt, wird nie mehr Durst haben. Ich glaube, wenn in der Bibel drin steht, unser täglich Brot gib uns heute, dann
ist es aber auch, dass wir bewusst sind, dass wir Christus brauchen, jeden Tag unseres Lebens. Das Brot des Lebens, dass seine Worte wie Nahrung für uns sind, ja. Denn Jesus hat dem Teufel gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, ja, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Munde Gottes geht. Durch den Munde von Jesus. Unser täglich Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld. Auf Golgatha, im Garten Gethsemane, auf Golgatha. Im Garten Gethsemane hat er sich nochmal neu entschieden, deine Schuld zu nehmen, unsere Schuld. Auf Golgatha hat er sein Blut vergossen, damit unsere Sünde, die blutrot ist, wieder, dass unsere Weste weiß wird wie Schnee. Er wirft unsere Sünden ins äußerste Meer und gedenkt nicht mehr an ihn, weil Christus selbst für unsere Schuld bezahlt hat. Er trägt die Schuld. Johannes der Täufer sagt, seht das Lamm Gottes, das hinwegträgt die Schuld der Welt. Und wir dürfen immer und immer wieder kommen mit einem ehrlichen Herzen und sagen, Herr, guck mal, da habe ich wieder Mist gebaut. Es tut mir leid. Ich gebe es dir. Ich gebe dir meine vergangene, meine gegenwärtige, meine zukünftige Schuld. Mach mich so, wie du mich haben willst. Forme mich. In der Bibel steht übrigens, dass Gott uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit führen wird. Das ist nicht von jetzt auf nachher, bumm. Das ist ein Prozess. Und wenn man Jesus lieb hat, dann sagt man nicht, das habe ich in meinem Herzen, das kann ich ja tun lassen, was ich will. Dann hast du es nicht verstanden. Dann hat dein Herz, dein Verstand noch gar nicht begriffen, was es bedeutet. Dann hast du ihn auch nicht lieb. Denn wer mich liebt, der hält meine Gebote. Nicht aus Druck, sondern aus Liebe. Aus Liebe. Aus Liebe. In einer gesunden Beziehung betrügt doch einer nicht den anderen, ja, und sagt, ja gut, bevor ich jetzt von meinem Partner oder Partnerin Schläge bekomme, dann bin ich halt treu. Nein, wenn man sie liebt, wenn man seine Frau liebt, wenn man seinen Mann liebt, ist man treu. Es ist die Liebe. Die Liebe, die dem Gegenüber das Schönste und das Beste will, ihm eine Freude machen, wenn man sich selber dabei eine Freude macht. Vergib uns unsere Schuld. Du hast uns vergeben, Herr, unfassbar. Ja, auch wir vergeben denen, die uns schuldig sind. Wenn Gott euch vergeben hat, sollten wir auch vergeben. Vergeben bedeutet nicht gutheißen. Vergeben bedeutet nicht vergessen, nein. Vergeben bedeutet, ich möchte es nicht länger tragen. Ich möchte mich selbst aus diesem Gefängnis entlassen. Du Gott bist ein gerechter Richter und du sorgst für Gerechtigkeit. Ich möchte es nicht mehr tragen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung. Ja, wir dürfen uns unserer eigenen Schwachheit bewusst sein. Wir dürfen Gott darum bitten, ihm mit einem offenen Herzen begegnen und sagen, guck mal, Pastor Busch hat das mal gesagt, als er Jesus sein Leben gegeben hat, hat er gesagt, Jesus, ich kann dir für nichts garantieren, ich habe einen labilen Charakter. Ja. An Halotri war ich auch. Wenn mein Leben was werden soll, dann musst du es machen. Führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, oh Herr, von aller Schuld, von dem Bösen. Das Böse ist schon besiegt am Kreuz auf Golgatha. Durch Leiden und Sterben und Auferstehung von Jesus Christus ist das Böse schon besiegt. Was wir hier noch in diesen letzten Tagen, letzten Jahren, wie immer man das auch sehen möchte, ja, im Zeitlauf in der Zeitrechnung der menschlichen Geschichte sind ja ein paar Tage auch noch ein Wimpernschlag. Und ein Menschenleben, wenn ich denke, meine 86-jährige Tante sagt mir, mein Leben, die 86 Jahre, ist so schnell vorbeigegangen, so schnell, ein Wimpernschlag. Und ich
Ich glaube, dass wenn wir jetzt habe ich den Faden verloren. Wisst ihr, warum ich jetzt den Faden verloren habe? Kann ich euch sagen. Weil ich an meine Tante gerade eben dachte. Die ist 86. Die ist 86. Ich habe sie jetzt gerade im Geiste gesehen. Ich bin alle paar Tage bei ihr und wir beten zusammen, auch das Vater unser. Und sie hat mir so oft berichtet, als es geschossen wurde und die Flieger da flogen, ja, da sind sie zur Nachbarin rüber, weil die hat den Keller, weil meine Oma, mein Opa, die hatten keinen Keller. Und da sind sie da unten gesessen, haben Händchen gehalten und gesungen, haben gebetet. Vater unser. Vater unser. Und auch heute noch bete ich mit meiner Tante regelmäßig das Vater unser. Deshalb habe ich jetzt ganz kurz den Faden verloren, verzeiht es mir, aber ich möchte es auch jetzt nicht schneiden, ich lasse es einfach so dran. Guter Gott, du hast uns unsere Schuld abgenommen. Du möchtest auch zu jedem anderen vergeben und dass wir verstehen, dass Vergeben nicht einverstanden bedeutet, dass Vergeben nicht vergessen bedeutet, sondern einen Neuanfang. Einen Neuanfang, immer wieder neu anfangen. Und ich habe vor, ja, es ist so 2,5 Jahre fast her, als ich dieses tiefe Bedürfnis hatte, ja, beichten zu gehen. Also ich bin ja evangelisch getauft, bin in der katholischen Kirche groß geworden, bin, ja, komme so viel umher, aber ich hatte dieses tiefe Bedürfnis, ja, in ein katholisches Kloster zu gehen und zu beichten und habe da meine Schuld hingelegt. Und so kann ich immer und immer wieder zu Gott kommen, aber es war einer der wertvollsten Momente in meinem ganzen Leben. Und selbst Psychiater, Psychologen, die mit Glauben, mit Christentum nichts zu tun haben, die sagen, dass die Beichte, das einander die Schuld zu bekennen, etwas sehr Heilendes ist, etwas sehr, sehr Kostbares. Ja, und das habe ich auch schon erleben dürfen, ihr Lieben. Denn dein ist das Reich, der Himmel, mein Reich, mein Körper, der doch dein Tempel ist. Denn dein ist das Reich und die Kraft. Die Kraft. Jede kleine und jede große Kraft ist von dir. Von dir. Vor kurzem habe ich eine Preisverleihung. Ganz kurz, ich gucke ja fast nicht mehr Fernsehen. Ich gucke immer, Mensch, das weiß ich, was ich am Anfang vergessen habe. Ich gucke immer Julia Leischig zurzeit an. Ja? Kennt ihr Julia Leischig? Sat.1 vermisst, gesucht wird. Und da habe ich jetzt schon ein paar Mal, ich weiß nicht, ich habe jetzt glaube ich 30 oder 40 Folgen angeschaut, ja. Und da suchen Menschen ihren Papa, den sie noch nie gesehen haben, oder nach 30, 40, 50, 60 Jahren, ja. Vor kurzem hat ein Sohn seine 89-jährige Mutter gefunden. Unfassbar. Das war so kostbar. Und wisst ihr, was die Leute sagen? Mein Leben ist nicht ganz. Diesen Spruch habe ich schon oft gehört. Bis ich in den Armen meines Vaters liege. Das ist der Himmel. Wie oft habe ich in den letzten Tagen und Wochen saß ich hier in diesem Sessel und habe geweint, mir sind die Tränen rausgeflossen, weil das ist ein Stück vom Himmel. Und dann sind die sich begegnet, dann müssen die immer um so eine Kurve rumlaufen und auf einmal kommen sie in ihr Sichtfeld. Am Schluss, wenn die Julia Leischig die Person gefunden hat oder ihr Team, dann laufen die sich entgegen. Und dann nehmen die sich in Arm und weinen zusammen. Das ist der Himmel. Das ist ein Stück vom Himmel. Der Himmel ist spürbar und sichtbar in einer Umarmung. 40 Jahre habe ich gebraucht. Ich war 37, bis ich mit meinem Papa versöhnte. Und dann brauchten wir noch mal fast 2 Jahre, über 2 Jahre. Ich war 39, nicht ganz 40, bis ich meinen Papa zum ersten Mal in den Arm genommen habe. Ein Stück vom Himmel. Ganz viele der Leute, die bei Julia Leischig Mama, Papa oder einen Bruder und Schwester suchen, die sagen, die bedanken sich bei Gott übrigens. Danke Gott, dass du das möglich gemacht hast. Manche sagen, sie haben schon so lange gebetet. Und manche sagen, ich möchte von meinem Vater nur hören, dass er mich liebt. Das ist alles. Und es gab auch Väter, die ihre Kinder gesucht haben, was immer auch dazwischen passiert ist, in all den Jahrzehnten, wo die Väter gesagt haben, sie sehnen sich nach der Liebe ihrer Kinder. Das ist der Himmel. Der Papa und
und das Kind zusammenkommen. Deshalb kam Jesus in diese Welt. Jesus, ich glaube, und mit dieser Sehnsucht spielt diese Sendung auch. Es ist eine himmlische Sehnsucht. Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus ist gekommen, dass der Vater sichtbar und spürbar wird, erlebbar wird. Ja, das schaue ich mir fast jeden Abend zurzeit an. Julia Leischig, auf YouTube schaue ich mir das an, gell? Könnt ihr schauen, Julia Leischig gesucht. Dann werdet ihr ganz oft Menschen sehen, die sich in die Arme rennen. Ach ja, in dem Gleichnis des verlorenen Sohnes, da rennt der Vater. Er rennt. Und fällt seinem Sohn um den Hals. Ein Stück vom Himmel. Seine himmlische Geschichte. Ja. Ihr Lieben, denn dein ist das Reich, die Kraft, die Kraft. Und als ich mal im Fernsehen durchzeppte vor ein paar Wochen, war irgendwo eine Preisverleihung, die haben sich alle gegenseitig gefeiert. Oh, was sie alles Tolles geleistet haben. Boah, krass, echt. Und der hat dem Regisseur gedankt und der dem Kameramann. Das ist alles ganz, ganz toll. Aber kein einziger hat Gott gedankt. Haben die sich ihr Hirn selber gegeben? Ihre Äuglein, die so präzise sind? Haben die sich ihre Hände selber gegeben? Ihre Finger? Pilatus hat mal zu Jesus gesagt, weißt du eigentlich nicht, dass ich die Macht habe, dich freizulassen oder dich kreuzigen zu lassen? Und Jesus hat zu ihm gesagt, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben herabgegeben wäre. In Epheser 1, Vers 12 steht einer der schönsten Bibelverse für mich, für mein Leben und auch für dich vielleicht. Wir leben zum Lob seiner Herrlichkeit. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, heißt es in einem anderen Vers. Wir leben nämlich zum Lob seiner Herrlichkeit. Ist das, was du tust, zum Lob seiner Herrlichkeit? Ist dein Beruf, ja? Wenn du Stabhochspringer bist, ja? Springst du in die Höhe zum Lob seiner Herrlichkeit? Gibst du ihm die Ehre dafür? Bist du Fußballspieler? Machst du das zum Lob seiner Herrlichkeit? Bist du Kampfsportler? Bist du jene, der andere lehrt, sich zu schützen, andere zu schützen, ihnen beizustehen, wie ein Engel, ja? Wer dem Schwachen beisteht, der ehrt Gott. Ist dir das bewusst? Machst du das zum Lob seiner Herrlichkeit? Ist all das, was du in deinem Leben machst, denkst du daran? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Nicht, wie mache ich jetzt eine Million? Wie lege ich noch ein paar Frauen flach? Wie werde ich der tollste Checker hier? Ja? Für wen singst du? Für wen sprichst du? Für wen gehst du? Für wen arbeitest du? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und wird durch das, was wir machen, was wir tun, seine Herrlichkeit sichtbar? Ist es ein Lob? Strahlen wir das Licht, das reflektierte Licht wieder, wo die Welt sich denkt, boah, warum strahlt denn der so? Mit welch einer Freude macht er denn das? Er präsentiert Gott. Ich wünsche uns, dass Menschen, die uns sehen und erleben, dass sie ein Stück vom Himmel erleben. Weil Christus in uns ist, die Hoffnung der Herrlichkeit, wonach sich doch die Leute sehen. Und guck mal, je kaputter die Welt ist, das denke ich mir manchmal, je dunkler es in dieser Welt wird, wir können darüber klagen und trauern, aber ich glaube, da steckt eine große Chance. Ich glaube nämlich, dass die wahren Sehnsüchte der Menschen immer mehr werden. Ja, es wird mehr Drogensüchtige geben, weil unerfüllte Sehnsucht macht die Menschen krank. Je mehr wir uns von Gott entfernen, desto größer ist unsere Sehnsucht. Der verlorene Sohn hat sich von seinem Papa entfernt, bis am Ende nach Glücksspiel und Huren und keine Ahnung, was er alles gemacht hat, bis er am Schweinetrog war. Und dann steht in der Bibel drin, er ging in sich. Er war so weit von seinem Vater weg. Die Irrlichter, die Scheinwerfer der Welt, ja, das, was die Welt ihm zu bieten hatte, es hat ihn zerstört. Aber er hat eine Sehnsucht am Schweinetrog, nach dem Papa. Nach dem Papa aller Papas. Und ich glaube, wenn wir uns auf dieser Sehnsuchtsebene wieder begegnen, dann kann Großes entstehen. Wir leben zum Lob seiner Herrlichkeit. Und die Kraft dafür, allein, dass ich diesen Zeigefinger bewegen kann, das meint er aus mir selber. Das ist ein Geschenk. Ich kann mit dieser Hand dir die Hand zur Freundschaft reichen. Ich kann dir aufhelfen, ja?
kann dich begleiten und führen, ich kann dich beschützen. Ich kann dich aber auch verletzen damit. Es ist meine Entscheidung. Ich kann mit Feuer uns ein schönes Lagerfeuer machen, aber wir können uns auch die Hütte anzünden. Ich kann mit einem Hammer, also ich kann kein Haus damit bauen, ja, handwerklich eine Pfeife, aber es gibt Menschen, ja, die sind handwerklich so geschickt, die können Häuser bauen. Man kann aber auch mit einem Werkzeug einen anderen verletzen. Es liegt in deinen Händen. Gott manipuliert nicht, er setzt nicht unter Druck. Er segnet uns, er liebt uns. Er möchte uns entgegenrennen und uns um den Hals fallen, aber nur, wenn du willst. Und alles, was wir können, unser Augenlicht, unser Herzschlag und dass das Blut jeden Tag, keine Ahnung, wie viele Tausende von Liter da durchgepumpt werden, das machen wir nicht aus uns selber. Das macht er. Und die Schönheit der Schöpfung bezeugt den Schöpfer. Die kleine Kraft, die große Kraft, die du hast, das ist ein Geschenk von ihm. Du hättest keine Kraft, keine Macht, wenn sie dir nicht von oben herabgegeben wäre. Lebe zum Lob deines Schöpfers, zum Lob seiner Herrlichkeit, nicht für dich selber, nicht für die Leute. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, zuerst. Durch deine Finanzen, durch unsere Finanzen können wir Gott verherrlichen. Trachte zuerst, auch unsere Sexualität, so wie Gott es sich gewünscht hat, verherrlichen wir unseren Schöpfer. Durch den Umgang miteinander, unser Beruf und wenn wir unsere Gaben einsetzen, wir leben zum Lob seiner Herrlichkeit. Auch als Unternehmer, dass wir anständig mit unseren Mitarbeitern umgehen, mit unseren Kunden umgehen. Wir leben zum Lob seiner Herrlichkeit. Auch wenn du sportlich aktiv bist, mach's nie für dich selber. Mach's nie, um Anerkennung und Ruhm von der Welt zu bekommen. Mach deinem himmlischen Vater eine Freude. Renne für ihn. Renne den Sportplatz rauf und runter für ihn. Wenn dein Tor schießt, widme es ihm. Und wenn sie dich faulen, er tröste dich, er macht dich gesund. Und wenn der Schlusspfiff deines Lebens kommt, er geht mit dir nach Hause. Wir leben zum Lob seiner Herrlichkeit. Die Kraft, die du bekommst, ist ein Geschenk von ihm. Komm nicht von dir selber. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir sehen uns alle nach Herrlichkeit und nach Ewigkeit, nach einer Herrlichkeit, die niemals aufhört. Und wir versuchen sie in so vielen Dingen zu finden. Ach, wie herrlich, ein frisches Bier. Ach, wie herrlich. Vor kurzem ist mir ein Mann begegnet, vielleicht sieht es jetzt auch, den ich übrigens sehr, sehr schätze. Ich sage keinen Namen, aber er hat mir erzählt, dass er 120 Frauen hatte. Gar nicht glücklich ist. Es ist immer so eine Suche nach Herrlichkeit. Ein Freund von mir, der es jetzt auch anschaut, ja, der Steffen Müller, der Europa-Weltmeister im Bodybuilding war, Mr. Universum, der übrigens auch zu unserem Fußballspiel kommt, der hat so viele Titel in seinem Leben errungen, ja, und war auf der Suche nach Herrlichkeit und nach Liebe. Und all das hat er nicht gefunden. Nur in Christus hat er es gefunden. Als mein Papa zum Trinken aufhörte, wurden die Bierdosen weniger in seiner Bude. Wie herrlich. Und dann versöhnte er sich schrittweise mit Menschen. Wie herrlich. Und Gott führt uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und dann kam dieser herrliche Tag, an dem er mir sagte oder mich fragte, Bub, betest mit mir. Wie herrlich. Es ist ein Prozess. Aber wir haben die Sehnsucht danach, in der vollkommenen Herrlichkeit in Ewigkeit zu leben. Ich spiele so gerne Fußball. Und jetzt am 14. Juni darf ich endlich wieder kicken und hoffentlich seid ihr dabei. Und wie oft habe ich es früher erlebt, Fußballspiel war für mich so abseits von der Welt da draußen. Hier konnte ich jemand sein. Ich war kein schlechter Spieler als Junge. Und hier war ich nicht der Sohn vom Alkoholiker. Das war ich nach dem Spiel wieder. Ja. Und vor dem Spiel, aber nicht während dem Spiel. Da habe ich vielleicht ein Tor geschossen, war erfolgreich. Keine Ahnung. Ja. Und ich habe immer den Schiedsrichter gefragt, wie lange geht's noch? Ich wollte immer, ach komm, machen wir noch 5 Minuten. Ich, manchmal habe ich zum Schiedsrichter gesagt, komm, lass uns noch ein bisschen laufen. Gell? Das macht so Spaß. In der Ewigkeit wird nicht mehr abgepfiffen. Da wird das Schöne nicht abgepfiffen. Die Herrlichkeit bis in Ewigkeit. So ist es. So sei es. Amen.
Was für ein Gebet vom Himmel. Wahnsinn. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das war übrigens das letzte Gebet, das mein Papa mit mir betete. Ein paar Tage bevor er starb, war er in einer Klinik. Er hat mich gebeten, mit ihm in die Kirche, in die Krankenhauskapelle zu gehen. Sein Rollstuhl stand vor dem Altar und er neigte sein Köpfchen runter und betete dieses wunderschöne Gebet. Jeden Abend, wenn der Tag zu Ende ist, bete ich für einige Menschen. Und ich kröne diese Gebete mit dem schönsten Gebet, das direkt vom Himmel kommt, mit dem Vaterunser. Danke, dass ihr zugehört habt. Gerne dürft ihr das weiterleiten. Ich hoffe, wir sehen uns am 14. Juni. Und ich habe so in meinem Hinterkopf, das könnt ihr euch schon mal merken, am 29. Juni werde ich einen Waldspaziergang durch meinen Lieblingswald anbieten und alle können kommen, die Lust haben. Ja. Ich mache da noch ein bisschen Werbung dafür. Ich habe heute meine Kollegin gefragt, ob wir noch einen Samstag frei haben für einen Waldspaziergang und hat sie mir den 29. Juni genannt. Ihr könnt euch mal so grob notieren, weil ich wurde von einigen Leuten gefragt, können wir uns mal treffen, können wir mitgehen? Viele fragen mich, wo ist dein Lieblingswald? Vielleicht können wir dann gemeinsam gehen und gemeinsam dann Tischgemeinschaft haben, ja. In meiner Sportschule ein bisschen Brotzeit machen und einfach eine tolle Zeit miteinander haben. Und vielleicht beten wir sogar zusammen das schönste aller Gebete, das Vaterunser. Mannsein hat nichts mit Stärke zu tun, Mannsein hat mit Klarheit und mit Haltung zu tun. Es beginnt alles im Herzen. Die Anschlagqualität, das ist's. Das ist die Visitenkarte des Mannes. Aber ihr seht, diese Schutzräume sind überall, also diese Bunker. Ich glaube, dass Geld keine wirkliche Sicherheit gibt. Und Geld gibt auch keinen Halt. Sicherheit ist eine Illusion. Das ist der Haken. Ich kann jetzt sagen, wahrscheinlich hat mir Gott gefehlt. Ich wünsche mir, dass wir einfach dazu beitragen, einander gesund zu lieben. Und die Liebe liebt das Schöne aus einem Menschen heraus. Geht nach Hause und sagt euren Familien, wie lieb ihr sie habt. Auf was warten wir? Schokoladenersatz. Bring ich meine Frau mit. Hier kann man die Seerobbe machen. Oh, 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 oh. I just want you to know.